Hey Chipsen, lass mal in Team of the Week Einspieler investieren. Die sind jetzt aus den Packs, die steigen doch bestimmt. Hallo, ich hab bestanden. Mir geht's nicht gut. Oh, okay. Tja, Freunde, das nennt man dann Lehrgeld bezahlen, ne? Denn wenn man in etwas investiert, wovon viele erwarten, dass es steigt oder was auch viele kaufen, dann ist die Chance umso höher, dass man auf die Schnauze fällt. In dem Sinne, Freunde, FC 25 ohne FIFA Points, Tag 7. Ihr habt die 200 Likes in den ersten 24 Stunden in der letzten Ausgabe geschafft. Ich habe ja gesagt, dann machen wir wieder ein Giveaway. Guckt mal, was ich hier original verpackt habe. Ein niegelnagelneuen PS5 Controller. Klingt fair? Er schläft gerade. Schreibt in die Kommentare, welcher Spieler in eurem ersten Weekend League Team definitiv nicht fehlen darf. Schon seid ihr mit dabei. Und sollten wir in diesem Video in den ersten 24 Stunden 500 Likes schaffen, gibt es in der nächsten Ausgabe nicht nur das, sondern das Doppelte, also etwas mit einem doppelten Wert. Ist natürlich schwer, aber soll es auch sein, sonst bin ich bald arm. So, jetzt muss ich mein Handy holen, denn für den Fall der Fälle muss ich natürlich jetzt was bestellen. Nicht, dass ich dann in der nächsten Ausgabe mit leeren Händen dastehe. Das wäre natürlich auch kacke. Das habt ihr schon gesehen, ne, Freunde. Das ist wirklich geisteskrank. Ich meine, dass Team of the Week Karten allgemein eine gute Schwankung hatten. Yo, sieht man ja. Ich meine, die ganze Zeit auf, ab. Auf einmal geht der Dude aus den Packs, der Dembele. Pratsch, bam, gut, skatsch. Und dann steigt er wieder etwas. Auch jetzt wieder ein wenig gestiegen zu den Belohnungen. Man kennt das. Aber ist jetzt genauso wieder auf dem Weg in die andere Richtung. Also Investitionen im High-Budget-Bereich unter der Woche, in dieser Woche, ihr merkt es, schwieriges Thema. Ich habe mich größtenteils rausgehalten, weil Low-Budget bei mir einfach super lief. Und das ist ja ganz logisch. Warum sollte ich High-Budget riskieren für 2, 3, 4, 5.000 Coins Gewinn, wenn ich dasselbe mit Low-Budget auch machen kann und zwar noch viel schneller? Mit viel weniger Risiko. Das ist, was manche immer nicht verstehen. Viele haben halt einfach immer dieses, ich habe viel Budget, also muss ich auch viel investieren. Musst du nicht. Erst, wenn es Sinn ergibt. Und nein, das habe ich nicht nur den Premium-Tradern gesagt, sondern jedem. Mehrmals in Videos, hey, ab Montag wird dieser Markt gar nicht mal so schön. Ich kann für euch nur hoffen, dass ihr auf mich gehört habt, weil was bringt es euch, noch so viele Coins mit meinen Tipps zu machen, wenn ihr euer Team einkauft, wieder verkauft und damit auf einmal wieder 200.000 Coins Verlust macht. Ist doof, ne? Habe ich gerade Premium Trader gesagt? Yo, ich denke schon, wenn ihr Bock habt, euch bedienen zu lassen, joint gerne rein. Es gibt keinen besseren Preis-Leistungs-Discord, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Und ich habe, wie gesagt, auch nochmal hier explizit erwähnt, weder Out-of-Packs-Methode machen wir, noch High-Budget irgendwas. Erst, wenn es wieder lukrativ ist, naja, jetzt dann am Ende der Woche. Und Ende der Woche heißt in dem Fall Freitag, Samstag. Dann habe ich auch noch einen Tipp, den ich euch definitiv mit auf den Weg geben will, denn gestern am Mittwoch, kurz bevor das Team of the Week 1 aus den Packs ging, sind sämtliche Karten, die einen Wert hatten, ein wenig gestiegen, so 5, 10, 15.000 Coins. Können wir hier an Adeyemi sehen. Yesterday, seht ihr ja, der war so 90,95 und ratsch war er bei 112.000 Coins. War auch bei sämtlichen anderen Karten so und da war es halt wieder offensichtlich, entweder irgendein Discord, irgendein Creator, was weiß ich, irgendein Tippgeber mit Reichweite halt, hat da Adeyemi empfohlen und ja, er wird höchstwahrscheinlich Profit gemacht haben, weil er hier ungefähr eingekauft hat. Und alle anderen oder sehr viele andere haben sehr viel Verlust gemacht. Da kann ich euch nur einen Tipp geben. Merkt euch, wo habe ich mir diesen Tipp hergeholt? Blockieren, nie wieder drauf hören, was weiß ich. Solche Leute wollen nicht gewinnen mit euch machen, also zusammen, sondern mit euch, also durch euch. Und sowas braucht ihr nicht. Das schadet euch nur. Kein seriöser Trader oder Creator, der sich mit dem Markt auskennt, hätte gestern da gesagt, hey, yo, Adeyemi, 100.000 Coins. Rein. Kaufen. Ja, ebenso schnell, seht ihr ja,
kam wieder der Absturz. Und jetzt geht's dann in die heiße Phase, Freunde. Road to the Knockout. Mit diesen Karten, da sind schon ein paar richtige Banger mit dabei. Ist jetzt natürlich nicht übertrieben krass. Außer Bellingham, ne? Aber vergangenes Jahr hat man auch ein Haaland. Aber für den Beginn von FC 25 im Allgemeinen ist trotzdem eine gute Auswahl mit dabei. Das muss man schon sagen, ne? Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, von diesen Karten erstmal die Finger zu lassen. Ich denke, das wird ähnlich sein wie bei den Informs aus dem Team of the Week 1. Das wird ein Auf, Ab, Auf, Ab, Auf, Ab, Auf, Ab, Auf, Ab. Also, man hat gute Flipping-Möglichkeiten, aber es ist halt sehr, sehr schwer, einen richtigen Einkaufszeitpunkt zu finden und dann auch noch den perfekten Verkaufszeitpunkt. Im Nachhinein, wenn du in Footbin immer so auf die Graphen schaust, so aha, tief, aha, hoch, da hätte ich verkaufen müssen, aha, tief, da ist das immer einfach gesagt, da kann es wirklich jeder sagen, das ist ja kein Problem. Aber wenn du direkt in der Situation bist, du hast eine Karte gekauft, sie ist 5000 Coins gestiegen, weißt du nicht, yo, steigt sie jetzt nochmal 5000 Coins oder ist in der Stunde wieder auf dem alten Preis? Schwierige Sache. Eins kann ich euch schon mal verraten, ich werde in diese Karten ordentlich reinbuttern, aber definitiv noch nicht jetzt, noch nicht zu Beginn. Zu allem anderen kommen wir, wenn es soweit ist. Dann habe ich auch schon gesagt, Freitag, Samstag will ich ein bisschen investieren und egal in was. Ob Gold, Icon, Hero, Team of the Week 1, egal was. Ich möchte euch nur sagen, heiratet eure Karten nicht. Es kann gut sein, dass der Markt wieder einen Aufschwung nimmt, hier sich wieder erholt, aber das wird nur von kurzer Dauer sein. Das heißt, wenn ihr Freitag einkauft, eure Karte ist am Montag so 15.000, 20.000 Coins teurer, haut den Lachs weg. Geht nicht rein mit dem Gedanken, yo, Weekend League startet in 5 Tagen, die Karte geht bestimmt nochmal 10.000 Coins hoch. Es ist schwierig, weil das erwarten wieder die meisten, das erwarten viele. Und was passiert dann oft? Richtig, das Gegenteil. Gerade am Anfang, Freunde, seid zufrieden mit eurem Gewinn. Gewinn ist Gewinn. Alles ist besser als Verlust. Und wenn es mal nur 2.000, 3.000 Coins sind, ist auch ein Gewinn. 2.000, 3.000 Coins plus ist besser als 5.000 minus. Seid mit euren Gewinnen zufrieden. Ich kann es nur nochmal wiederholen, weil viele, wirklich sehr, sehr viele, haben das Problem mit der Gier, dass sie dann sagen, ist schon gestiegen, ja, läuft gut. Dann verpassen sie den Zeitpunkt, ihre Karten zu verkaufen und machen am Ende dann Minus. Obwohl sie das Plus schon auf dem Serviertablett hatten. Und ich denke, die, die jetzt schon die ersten RTG-Ausgaben gesehen haben oder ältere Videos, die wissen eigentlich schon Bescheid. Goldkarten kann natürlich auch sein bei Beliebten, dass die anziehen und steigen. Aber unser Fokus liegt natürlich auf allem, was nicht Gold ist. Und damit meine ich nicht Silber oder Bronze, sondern Heroes, Icons, Team of the Week und wie gesagt, möglicherweise, wenn es dann soweit ist, noch direkt das Road to the Knockouts. Ich werde einen großen Teil von meinem ersten Weekend League Team bauen, einfach mit Karten, von denen ich denke, die werden jetzt nicht großartig sinken oder werden preisstabil bleiben und werde natürlich dann dementsprechend nicht nur in mein Team investieren, sondern wir haben ja über 1 Million Coins auch in andere Karten. Da kann ich euch jetzt noch nicht mal sagen, wie, wo, was. Das hängt natürlich dann davon ab, wie der Markt ab morgen, ab Freitag ist. Wann sind die Tiefs? Welche Karte ist im Tief? Und so weiter. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, Cassias, den nehme ich mir auf jeden Fall mit. Und dann bleibt Cassias von dem Crash aber unbeeindruckt. Auf der anderen Seite fällt aber Pirlo dann auf einmal um 20-30%. Dann nehme ich den natürlich mit. Also das ist so eine Situation, da muss man halt einfach schauen, welche Karten betrifft es, welche Karten haben Potenzial. Da muss man zuschlagen. Nun gibt es natürlich auch noch viele Leute, die sagen, High Budget, gar nicht meins. Ich bin, nicht so gut. Ich habe da Angst, Verlust zu machen. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich möchte das nicht riskieren. Hast du auch
Low-Budget etwa, Shibi. Wenn ihr Freitag viele Coins machen möchtet und nicht so viele Coins habt, also nicht so viel Budget, hört jetzt ganz genau zu. Es gab eine Road to Glory-Ausgabe. Ich glaube, es war Tag 3. Da war Malen auf dem Thumbnail. Das anschauen. Alles andere sollte sich erklären. Das anschauen, zuhören und dann für Freitag, vielleicht auch Samstag umsetzen. Das ist das Beste, was ihr mit wenig Budget machen könnt. Glaubt mir, weil das wird richtig reinschallern. Ich bin jetzt so fair und erwähne es nicht nochmal extra, weil Leute, die sich damit auseinandersetzen möchten, die machen das. Ihr versteht schon, wenn ich schon gute Tipps für die Allgemeinheit gebe, die eigentlich eher Richtung Premium gehen, dann will ich natürlich auch ein wenig was erwarten können. Ja Freunde, dann sehen wir es hier schon. Wir gucken noch kurz in unsere Rivals-Belohnungen. Ich habe nur das Nötigste gespielt, weil ich diesen Modus über alles hasse und alleine niemals freiwillig spielen würde. Dementsprechend mache ich mir da jetzt keine Hoffnung. Hey, in den Packs könnte morgen ein RTTK drin sein. Häufige Gold-Profi-Pack ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. 75x5 haut auch rein, aber das andere, hier der Pick... Mega Auswahl, ich weiß gar nicht, wen ich zuerst nehmen soll und wen ich zuerst spielen will. Das ist das häufige Gold-Profi-Pack. Da wollen wir keine billige Spannung aufbauen. Und Endrick haben wir am Start. Endrick Kendrick. Ist denn noch ein bisschen was wert? Jo, ja, dann, wie gesagt, hat sich gelohnt, oder? Zu guter Letzt noch eine beliebte Frage. Wie sieht dein Team aktuell aus? Das letzte Mal hattet ihr ja noch Kessler, Brolin und Hernandez Icon, glaube ich, gesehen. Aktuell... Was soll man sagen? Wir machen keinen Verlust. Francescoli haben wir als Brecher vorne drin gehabt. Der hat auch richtig abgeliefert. 7 Spiele, 14 Tore, alle Rivals, ne? Also der ging richtig gut ab. Gekauft für 239. Ich versuche ihn vor Freitag 19 Uhr wieder so für 250 loszubekommen. Also ist wie sehr viele Heroes und sehr viele Icons in meinem Team nur ein... Gastauftritt gewesen, kann man sagen. Also ich plane nicht langfristig mit ihm, aber damit ich natürlich auch ein wenig mehr Spaß habe und nicht nur absolute Gurken spiele, habe ich ihn vorne reingehauen, wollte ein wenig Spaß haben, wollte auch ein wenig was von meinem Budget haben. Dann wird es mir nachsehen. Also ich hatte mit dem Team viel Spaß und wie gesagt, wäre für mich jetzt einfach dumm gewesen, ein Millionenteam hier draufzustellen, dann überhaupt kein Rivals zu spielen. Ein paar Tage später 200, 300.000 Coins Verlust zu machen. Wäre dumm gewesen. Dann, schinde mal, heute mal, fertig mal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, egal ob Trading oder zum Team oder sagt, hey Shibi, mach doch gerne mal dazu ein Video, vielleicht mal zum Spieler oder ein Team oder Taktik oder andere Trading-Tipps. Die vergangenen Ausgaben waren so nice. Mit diesen besonderen Trading-Tipps hast du da noch mehr? Ab in die Kommentare. Ich muss nur wissen, was ihr möchtet, dann kann ich euch bedienen. Und jetzt in der Endcard kann ich euch zum Beispiel bedienen mit der 6. Ausgabe, der letzten Ausgabe. Und der Tipp mit Diego Simeone, der war ja schon mal ultra heftig, oder nicht? Schaut gerne vorbei und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut da rein!